Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal All About Football. Heute werden wir mal gemeinsam uns das Team of the Year anschauen. Ich weiß schon ein paar Fakten, ich weiß schon das Team of the Year, inklusive der Stürmer und so, das weiß ich schon. Die Ratings natürlich nicht, das hat EA auf Twitter released. Das mit der Fanwahl, was wir hier sehen, weiß ich noch nicht. Und ich weiß halt, dass bei den Wochenaufgaben gibt es einen Flashback Iniesta. Ich weiß nicht, ob Toti oder so, aber das weiß ich, aber sonst nichts. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Toti Fanwahl, entscheide, wer als 12. Spieler den Sprung ins Team des Jahres schaffen soll. Wähle aus deinem Spielerwahlpack aus, welchen der 5 Nominierten du im Team sehen willst. Der Sieger erhält ein vollständiges Team des Jahres Objekt-Upgrade und ist ab Freitag, den 10. Januar, für kurze Zeit im Packs erhältlich. Das bedeutet ja auch, dass wir am Freitag wahrscheinlich dann um 19 Uhr das Best-of-Team of the Year bekommen. Sehr nice. Und ja, dann würde ich sagen, wir gucken hier erstmal, das ist Mané mit einer 97, ich habe gedacht 98. Okay, 97er Mané, Messi 99 und Mbappé 98. Ist krass, diese Stürmer. Ich empfehle euch, falls ihr Packs fürs Team of the Year aufgespart habt, ihr seht's, ich habe 105, ich werde wahrscheinlich noch ein paar machen. Dann kann ich euch nur empfehlen, also dieses Kartendesign ist ja wohl absolut krass, das wollen wir gar nicht streitig machen, das wisst ihr und das ist auch krass und ja, keine Ahnung, das ist einfach krass. Auf jeden Fall, wenn ihr Packs habt, dann bewahrt sie bitte bis zum ganzen Team of the Year auf. Also auch wenn dieser 12. Spieler da drin ist. Weil dann habt ihr eine gute Chance einzuziehen. Beziehungsweise die Chance ist immer noch klein und gering. Aber wartet bis dahin, weil jetzt ist es sinnlos. Klar, jetzt um 19 Uhr und jetzt zu diesem Tag ist es noch wahrscheinlicher einzuziehen als morgen. Aber wartet da bitte bis Freitag. Mache ich auch. Und da werden auf jeden Fall zahlreiche Pack-Openings für euch kommen. Jetzt werden erstmal diese nächsten Tage so Infovideos kommen. Und ja. Dann haben wir hier, wie ich sehe, auch noch ein neuer Totti-Gewinner. Also der ehemalige Totti-Gewinner, neuer SBC. Finde ich auch geil jetzt auf den ersten Blick. Sehr nice. Aber wir gucken erstmal bei der Spielerwahl rein. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal kurz hier rein. Wer ist denn da wahrscheinlich Ronaldo? War klar. Jetzt ist die Frage. Natürlich wollen die meisten wieder einen Ronaldo haben. Einfach wegen... ja, und außerdem haben sie den als Leihkarte dann für ein Spiel oder so. Die meisten wollen wahrscheinlich jetzt wieder einen Ronaldo haben. Kann ich nachvollziehen. Aber wir werden das Ganze mal nach Leistung bewerten. Und da finde ich, ist Ronaldo hat es gar nicht verdient. So. Lewandowski hat es sehr verdient. Ich mag ihn nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber er hat es einfach verdient. Zürich auch nicht schlecht. Sterling, weiß ich nicht. Ist einfach krass, wenn er drin wäre. So krasse Stats und so. Hazard. Also das wäre so die Karte, die ich am ehesten wählen würde vom Karten her, aber es muss ein Lewandowski rein. Es muss ein Lewandowski rein, ganz ehrlich, Jungs. Der hat's verdient, der ist der beste Stürmer Europas momentan, der muss da rein. Deswegen werde ich ihn wählen. Wer hat's verdient? Es wird am Ende eh wieder ein Ronaldo werden, weil die alle den Ronaldo haben wollen und ein Ronaldo Team of the Year, zu krass. Ganz ehrlich, das ist dumm. So, sag ich euch ganz ehrlich, das ist nach Leistung müsste das eigentlich bewertet werden. Und, ja, wir gucken mal hier so rein. Was haben wir hier alles am Start? Wir haben eine Team of the Year Challenge. Wir haben Manuel Neuer mit 4 Sterne schwacher Fuß. Und der hat 92 Hechten und ich weiß nicht, was das alles andere ist. Überleg mal, seine ganzen wichtigen Stats. Er hat alles über 91. Dann hat er noch 63 Tempo für den Torwart. Sehr stabil. Und wir gucken uns mal kurz die SBCs an. 83er Samtbewertung. Team of the Week Einspieler, Bundesliga Einspieler. Ist machbar. 85er Gesamtbewertung und Deutschland mindestens ein Spieler. Das ist auch sehr machbar. Also ich denke mal, das hier kostet vielleicht so 40.000 und das andere 60.000 oder ja, weiß ich nicht, irgendwie so 120.000 bis 130 würde ich das einschätzen. Ja, und wir bekommen hier einen 12,5k Pack. Untauschbar. Das ist so eine Sache, das checke ich jetzt hier dran nicht. Das sehe ich jetzt gerade. Hä? Und hier kriegen wir ein kleines 50k Pack. Also das ist halt das Einzige, was mich abfuckt, dass wir untauschbare Packs kriegen. Was sich EA dabei gedacht hat, das hat sich vor Wochen schon mal angedeutet bei FUTMIST. Da haben sie auch mit untradable Packs angefangen. Und das finde ich unnötig. Aber naja, dann haben wir hier noch zumindest eine tauschbare Totti Challenge. Sehr nice. 20k Pack kann man sich gönnen. Das ist auch... sehr nice. Und haben wir sonst noch was? Ja, wir haben noch einen Luis Suarez. So, 4 Sterne schwacher Fuß, hoch Arbeitsrate, 3 Sterne Spezialbewegung. Der ist natürlich eher so, der rückt ja natürlich in den Hintergrund beim Team of the Year jetzt eher. Aber wir schauen uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Wir haben 79 Tempo, 92 Schuss, 83 Passspiel,
87 Dribbling, 86 Physis. Meiner Meinung nach kann man sich den gönnen und als Zehner mal versuchen. Ich würde ihn nicht als Stürmer spielen, aber als Zehner ist er doch gönnbar. 83 Ausdauer ist ein bisschen schlecht, egal, aber dann kannst du ihn halt einen Sub einwechseln oder so. Und sonst, Sprungkraft ist auch nicht unbedingt wichtig in diesem FIFA. Ja, aber sonst hat er alle Stats im grünen Bereich. Kurzer Pass 85, sehr wichtig für einen Zehner. Übersicht 85, auch geil. Und Abschluss hat er alles besser als 85. Er hat das Schlechteste ist 85 Elfmeter, Fernschuss auch 88. Dem würde ich etwas auf seinen Passspiel auf jeden Fall hauen und auf sein Tempo. Also vielleicht irgendwie einen Hunter würde ich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht irgendwie Balance ist auch nicht so geil mit 81, aber ist noch akzeptabel. Vielleicht irgendwas mit Passspiel, Dribbling und Tempo würde ich ihm draufklatschen. Aber sonst kann man den sich ganz gut gönnen. So, und das ist natürlich die SBC. Nur mal ganz kurz nebenbei. Wer den gemacht hat, der ist einfach blöd, weil er kostet 800k. Mittlerweile hat Mané so viele Special Cards und der hat noch ein Team of the Year. Ich meine, gut, der kostet natürlich viel mehr, aber die Karte ist wirklich unnötig für 800k. Da holt man sich lieber für einen 88er Mané, der jetzt sinkt, für 150k aufgrund seiner Special Cards oder so. Wir schauen uns mal kurz an, Mané, wo seine normale Karte liegt. Ja, brauchen wir nicht. Wir gucken einfach hier mal direkt rein. Ja, er liegt so bei 180k oder sowas. Und der Team of the Year ist schon auf dem Markt bei 3,5 Millionen, alles klar. Ungefähr. Wir gucken mal kurz, ob Messi schon auf dem Markt ist. Das würde mich auch nochmal interessieren. Gibt es schon ein Team of the Year Messi? Ja, gibt schon viele. Oh mein Gott, der kostet 8,3 Millionen, das Billigste, was wir hier auf dieser Seite sehen. Natürlich ist der vielleicht ein bisschen billiger sogar, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich schon sehr teuer, obwohl hätte natürlich auch ein bisschen teurer sein können. Da war schon der erste Mbappé Team of the Year. Boah. Ist ja fast genauso teuer wie Messi oder sogar teurer. 7, 8 Millionen kostet er. Boah, nicht schlecht. Und dann gucken wir nochmal kurz, ob was bei den Wochenaufgaben dabei ist. Also wie gesagt, Mané, wer den POTM gemacht hat, der tut mir leid. Und da müsste dann noch der Juan Mata, was laber ich, Juan Mata, Flashback Iniesta meine ich. Und das ist doch auch eine gönnbare SBC. Also wenn man schwitzt, wenn man drauf schwitzen kann und die Zeit hat, kann man den sich ganz gut mitnehmen. Hier haben wir einmal Gewinne 6 Rivals-Partien mit 11 spanischen Spielern in der Startelf, ist schwitzig. Dann trifft bei 4 separaten Rivals-Sieg mit einer Ligaspielern per angeschnittenen Schuss. Ist auch schwitzig, weil du halt das Spiel dann gewinnen musst. Breite 8 Tore mit einem Steilpass in Rivals vor, das ist machbar. Trifft bei 3 separaten Squad-Siegen mit Meida Yasuda, J1-Spielern. Finde ich schon absolut schwitzig. Obwohl, nee, Moment mal, nee, sorry Leute, das ist Squad-Battle, so, ja, ja. Aber das ist auch machbar. Dann trifft in 2 separaten Rivals-Siegen mit spanischen Spielern, um einen Flashback in Iniesta für eine Leihe von 7 Spielen zu erhalten. Ja, ist auch machbar. Also, es ist natürlich schwitzig, aber ja, also man kann es schon für so einen Iniesta machen. Und ja, also man kann ihn schon abschließen. Haben wir sonst noch was? Nee. Ist natürlich schwitzig. Muss man sich überlegen, ob man das dafür so schwitzen will. Man kann ihn natürlich auch theoretisch machen, wenn man ihn für SBCs, für Icon-SBCs machen will, eintauschen will. Da hat man sich dann 80, 90k gespart. Muss man wissen. Also ich weiß nicht, ob ich dafür schwitzen werde. Das ist mir ein bisschen zu viel Schwitz. Je nachdem, wie viel Zeit man dafür hat. Aber könnte gerne machen. Und ja, das sind so diese SBCs, die heute rausgekommen sind. Also das Geilste, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Team of the Year neuer. Den werde ich abschließen, denke ich. Weil für diese 100k oder so, so ein Team of the Year Torwart, ich meine, den kannst du, überleg mal, wenn du jetzt mal anschaust, wie viel ein Oblak kostet, ne? 91er Oblak, wir gucken uns das Ganze mal an. Wir haben einen 91er Oblak, so. Der kostet, weiß ich nicht, was kostet ein Oblak? Keine Ahnung, wir gucken erstmal bei 70k ist zu viel, ich denke mal so 50k oder so. Ja, okay. Er kostet 45.000 circa. So, wenn wir 45.000 für einen 91er Torwart haben, dann haben wir noch einen 92er neuer. Das heißt, der wird dann so bei 55k, bei 60k wird er liegen. Ja, wenn man ihn nicht mehr braucht, dann kann man ihn auch für den SBC eintauschen. Hast du zwar ein bisschen Verlust gemacht, aber du hast halt auch noch Packs dabei und so. Ich meine, im schlechtesten Fall machst du vielleicht 20-30k Verlust. Oder vielleicht, ja okay, sagen wir mal 50k Verlust. Aber ich meine, gut, du holst dir den ja eigentlich, um den ins Team einzubauen.
Von daher, ich finde, der lohnt sich. Also, wenn man überlegt, es ist eine Team of the Year-Karte, die du für 120k oder 100 bis 130k oder sowas kriegst. Ich gönne mir den auf jeden Fall. Und was ich euch noch kurz zeigen wollte zum Abschluss, ist, ich habe jetzt bei den Saisonaufgaben, gucken wir uns mal kurz an, ich habe hier alles gemacht. Ich habe mich am Ende für einen Perisic entschieden. Ich habe Perisic abgeschlossen, werde ihn die nächste Weekend League, denke ich mal, auch testen. Und falls ihr Bock habt, dass ich die nächste Weekend League, also ich werde sie nicht streamen, das werde ich irgendwann mal machen, aber falls ihr Bock habt, dass ich nächste Woche, weiß ich nicht, dann unter der Woche wird das wahrscheinlich kommen, entweder Montag oder Dienstag, je nachdem. Falls ihr Bock habt, dass ich da meine Weekend League Highlights mal reinschneide oder zumindest oder meine letzten entscheidenden Spiele um weiß ich nicht welchen Rang. Ich habe diese Woche 20-10 geholt, by the way. Ja, war eine schwitzige Weekend League. Ich habe es verdient nicht geholt. Ich habe sehr oft Klatschen kassiert bei den letzten Games um Elite. Das war schon verdient. Ich hatte auch das Matchmaking, war auch nicht so geil bei mir, aber es ist keine Ausrede, ich bin doch nicht gut genug für Elite. Ich verteidige dazu zu schlecht und ja, das ist einfach, nehme ich hin, ist auch gut so. Und ja, also auf jeden Fall, dann würde ich euch nächste Woche meine Highlights reinschneiden oder die letzten 10 Spiele, letzten 5 Spiele, irgendwie sowas. Ja, falls ihr Bock habt, lasst gerne ein Like da, wenn ihr das sehen wollt. Und falls euch das Video natürlich gefallen hat, könnt ihr auch gerne ein Like da lassen. Also, alles in allem war es ein sehr geiler Totti-Start, finde ich. Ich würde mich natürlich, by the way, auch sehr über ein Abo freuen. Und ja, die Glocke aktivieren, das ist natürlich auch, wäre natürlich auch Ehre, Jungs. In diesem Sinne würde ich sagen, haut da rein, macht's gut und ciao.